Hatte das alte Ägypten für einen Kunstbegriff? Das alte Ägypten hatte einen ganz anderen Kunstbegriff, als wir den von heute kennen. Also im alten Ägypten im 16. Jahrhundert nach Christus wurde ja Laokoon gefunden, die Statue von Michelangelo. Und die kann man hier sehen und die ist halt viel größer, als man erwartet hätte. Und das trifft eigentlich genau das Bild des Menschen in der Kunst im alten Ägypten sehr, sehr gut. Das heißt, Sie sind nach wie vor gern und begeistert Ägyptologe, obwohl die Kassen leer sind. Ich bin einer der führenden Ägyptologen hier in Göttingen. Und mein Problem ist halt, dass ich halt Grabungsmittel nur für Göttingen habe und die Ägypter halt in Göttingen halt gar nicht existiert haben. Deswegen berufe ich mich viel auf Sekundärliteratur. Ja, vielen Dank. Bitteschön.